Ja, moin! Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Wir haben beim letzten Mal den Bananen-Cup gemacht, haben abrasiert wie ein Friseur. Und heute gucken wir uns mal an, was wir sonst so freigeschaltet haben. Und es sind die Triforce-Reifen. Ah, die Triforce-Reifen. Schön. Was haben die denn so drauf? Die würden meine Beschleunigung sehr in den Keller setzen. Und ich habe beim letzten Mal sehr auf Beschleunigung geachtet, nicht auf Tempo. Muss man sich nicht wundern, wenn man, ne? Oh Gott, ich habe im letzten Part verdammt dumm gehandelt. Ich habe auf die Beschleunigung geguckt, nicht auf das Tempo. Ihr seht, wie gering das Tempo mit Bowser Jr. ist, ne? Das kann ich anders machen. Das Hyperbike würde das nochmal schneller machen. Und der Eponator ist ja auch nochmal eine Spur schneller. Warum nehme ich das denn nicht? Bin ich vollkommen dumm? Ja, red uns, Kai. Da hast du gerade was gesagt. Ich sehe gerade, wenn ich die Triforce-Reifen nehme, ist doch das Handling zwar ein bisschen geringer, aber die Haftung ist ganz gut. Wir bleiben dabei. Bei der jetzigen Kart-Kombination. Sie wissen. Okay, jetzt kommt der Blood Cup und der könnte mich sehr abfacken, obwohl hier wirklich zwei coole Strecken dabei sind. Also erstmal die Wario Arena, die ich online auch sehr, sehr gerne wähle, die wirklich ziemlich cool ist. Die, glaube ich, vom DS aus kam, kann das sein? Die kam von DS, ja, die kam von Mario Kart DS. Ne, die Wario Arena, wirklich sehr coole Strecke. Die hat man hier wirklich sehr gut umgestaltet. Auch gerade mit der Antigravitation etc. Wirklich eine geile Sau. Hui. Und auch die Musik ist mega cool. Also die Musik, da stehe ich ja sowieso am meisten drauf von der Strecke her. Entschuldigung, der Strecke. Oh Gott. Ja, ja. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich überlege das hier mehr und mehr als Themenprojekt irgendwie zu nutzen. Aber, es würde sich empfehlen, weil dieses ständige On-Topic, wenn es auch gar nicht nötig ist, ich denke, man kann da bestimmt über ein Thema sprechen, oder? Seid ihr da konform mit? Wollt ihr das sehen? Nein, rede uns, Kai, lass das sein! On-Topic! Du Schwein! Okay, sorry, Brutz. Okay, da würde ich am besten gar nicht erst den Stunt machen. Nee, habe ich ein Thema, worüber ich reden kann? Ja, ihr merkt, momentan ist auf meinem Kanal ziemlich viel Leerlauf, oder? Ich bringe so wenig Projekte momentan, also es sind, oder was heißt Projekte? Videos, das macht, glaube ich, besser. Ich bringe momentan so wenig Videos am Tag, wie überhaupt nicht mehr. Was ist denn da los, red uns, Kai? Keine Ahnung, gehen mir die Projekte aus? Eigentlich nicht, ich habe eigentlich ziemlich viele Projekte, die ich machen möchte. Die kommen momentan aber nicht. Okay. Thanks für nix. Weiß nicht, was bringe ich momentan? Mario Kart 8 Deluxe, Yo-Kai Watch 2. Yo-Kai Watch 2. Yo-Kai Watch 2. Rede uns, Kai, du bringst ziemlich viel Yo-Kai Watch 2. Ist dir das klar, Fräulein? Ja, ist mir klar. Was soll ich denn sagen? Kann nichts dafür. Wenn das momentan so gut geschaut wird. Ich glaube, ich konzentriere mich auch ziemlich hart auf Yo-Kai Watch 2, gerade in Livestreams und so. Aber das ist eine andere Sache. Also was Livestreams angeht, da kann man auch mal bestimmt mal drüber sprechen. Aber momentan kommt wie. Was kommt momentan? Mario Kart 8 Deluxe um 13:30 Uhr. Ansonsten Yo-Kai Watch 2. Zelda, das ist aber auch Ende dieser Woche beendet. Und dann haben wir wieder ein Projekt weniger. Ansonsten weiß nicht. Clash of Clans und dann vielleicht am Abend wieder Yo-Kai Watch 2 oder das halt im Livestream. Aber wie gesagt, ist eine andere Geschichte. Da kann ich euch ein anderes Mal drüber erzählen. Und wenn man so bedenkt, Projekte kommen, Projekte gehen, aber momentan habe ich echt Leerlauf wie nie auf dem Kanal. Aber trotzdem läuft es von den Zahlen her ganz gut. Obwohl ich so viele Videos bringe. Ich mache jetzt mehr Aufrufe als vor einem Monat oder so, als ich noch irgendwie so 7-8 Videos am Tag gemacht habe. Und das liegt alles an Yo-Kai Watch 2, ey. Das ist richtig hart. Jeder, der von euch auf Yo-Kai Watch 2 bei mir schaut,
Wirklich danke an jeden, der da wirklich aktiv am Start ist, meine aktiven Freunde. Ja. Freue mich wirklich sehr, dass das Projekt gut ankommt. Das ist so nach Paper Mario Color Splash, so das nächste Projekt, was bei mir wirklich durch die Decke geht. Das freut mich sehr. Weil wenn man mal so ein Projekt hat, das wirklich so hervorsteht und das wirklich so aus dem Ruder läuft, aber das halt wirklich so sich abgrenzt von meinen anderen Projekten. Super Saiyajin Modus aktivate! Alter, war das gerade ein Lack! Oh mein Gott! Was für lustige Lacks! Fast schon so viel Lack wie der Lacks von Mario Kart 8! Nee, Redons Kai! Nee! Du warst gerade wieder vollkommen aus, ne? Das war gerade echt wirklich so Rettung in der letzten Sekunde. Oh mein Gott! Ja. Nee, aber ohne Witz. Momentan kommt Mario Kart 8 Battle Mode vielleicht hier und da mal um 12.30 Uhr. Mario Kart 8 200 CCM um 13.30 Uhr. Das Projekt ist auch nicht mehr lange. Das geht auch die Woche vorbei. Yo-Kai Watch 2, Zelda Breath of the Wild endet auch Ende dieser Woche. Clash of Clans. Und dann haben wir nicht mehr viel. Und wenn Mario Kart 8 ausläuft im 200 CCM Modus, haben wir nur noch so, Yo-Kai Watch 2. Also, sagen wir mal, der Fall tritt ein, dass in dieser Woche zwei Projekte auslaufen. Das sind nämlich Zelda im Offline-Let's Play, also ohne Livestream etc. Und Mario Kart 8 Deluxe 200 CCM. So, da haben wir wieder zwei Projekte weniger, die kommen. Und, das ist hammerhart. Da haben wir nämlich nur noch Yo-Kai Watch 2. Vielleicht Mario Kart 8 Online unregelmäßig oder Battle Mode unregelmäßig und so. Und ansonsten, wenn wir jetzt nur auf die regelmäßigen Projekte achten, hätten wir da zwei Videos am Tag. Und das wären Yo-Kai Watch 2 und Clash of Clans. Und, was soll ich Ihnen sagen? Ich bin echt im Zugzwang, neue Projekte zu bringen. Weil ihr kennt mich, ich bringe niemals zwei Videos am Tag. Ich bringe immer mehr. Ne? Das sollte vielleicht für mich auch ein Ansporn sein, weil weniger Projekte heißt auch weniger aufnehmen. Weniger Projekte, die ich aufnehme, an regelmäßigen Projekten. Was halt auch quasi heißt, okay, ich kann mich da wirklich mehr dran setzen für Projekte, die unregelmäßig kommen. Minecraft Battle Minigame oder Splatoon oder ihr wisst, ne, diese ganzen unregelmäßigen Sachen, die ich dann auch täglich bringen könnte. So einfach aus dem Affekt, okay. Momentan habe ich ja nicht viel an regelmäßigen Projekten. Da kann ich ja mal so lecker bringen. Und, klar, wie gesagt, Projekte kommen, Projekte gehen, aber ich habe momentan auch wirklich, so wirklich, Ende nächster Woche, also am 12. Mai, kommt ja Minecraft, für die Switch raus und das werde ich ja auch sehr aktiv let's playen. Das heißt, das ist dann wieder so ein bisschen, hat's neutralisiert, ne? Ah, das war klar. Ah, richtig schlecht. Ja, wenn ich da wirklich nur Blue Shells abbekomme, kannst du da nichts gegen machen, ne? Naja, schlecht. Na, okay, ja, das heißt, okay, gut, wenn dann Minecraft rauskommt, wird das ja auch regelmäßig kommen und so. Das wird auch mehrmals täglich kommen und so. Aber ansonsten, was soll ich denn sagen? Projekteflaute. Ich überlege ja momentan noch irgendwie so ein Mario 64 Let's Play aufzunehmen, also so wieder so ein Hack. Oder, ich überlege auch, Mario und Luigi wieder zu bringen, also gerade neuen Teil. Ich habe ja vor ein paar Monaten Mario und Luigi zusammen durch die Zeit beendet. Und viele Fragen, also ich habe wirklich die Frage bekommen in den letzten Tagen, so ja, wie sieht's aus? Du wolltest ja Abenteuer Bowser bringen, was ist damit? Und wirklich aufgrund der momentanen Projekte Ebbe, kann man da bestimmt mit den ein oder anderen Let's Plays rechnen, also gerade in Sachen Mario und Luigi oder generell Mario Let's Plays oder generell anderes Zeug oder mehr unregelmäßige Projekte, die dann wieder so ein bisschen regelmäßig in den Vordergrund kommen, zu Splatoon oder Minecraft Battle Minigame oder was weiß ich, ne? Mario Kart 8 Online, da gibt's nur ein Problem, das sind alles ja ziemlich krasse Themenprojekte, also ich könnte jetzt auch bei Mario Kart 8 Online vielleicht ein bisschen On-Topic machen und so.
Aber das wird auch mit der Zeit langweilig. Also Splatoon braucht Themen. Minecraft jetzt nicht unbedingt. Das kann ich eigentlich on-topic machen. Ansonsten seht ihr ja, dass die meisten Projekte ziemlich darauf aus sind, dass man über Themen spricht und so, ne? Woo! Boah, ey, Bruts, was geht bei dir ab? Eieiei. Aber ihr merkt schon, wo das Ganze hingeht, ne? Ich brauche einfach neue Let's Plays. Die ganzen Let's Plays laufen mir gerade aus. Ich weiß gar nicht, wo die hin sind, ja? Kaum sind sie da, sind sie wieder weg. Was soll das? Und Inazuma Eleven 2 soll ja auch bald starten, wenn Yokai Watch 2 vorbei ist. Aber ich denke, Yokai Watch 2 wird auch noch ein bisschen dauern. Weil da kommt wirklich noch einiges auf uns zu. Ich denke mal, ich habe selber damals gesagt, ja, Yokai Watch 2, ich weiß nicht, ne? 100 Parts wird das Ding bestimmt nicht knacken. Und jetzt denke ich mir, okay, gerade wo ich so sehe, ich habe jetzt bald Part 70 aufgenommen. Und ich bin noch lange nicht durch. Ich muss noch Bosse besiegen, andere Bosse besiegen. Ich muss noch andere Sachen machen. Das sind bestimmt noch locker so ein paar Parts, die auf uns zukommen. Und eieiei. Naja, dann natürlich die Frage an euch. Was wollt ihr denn sehen? Was interessiert euch denn so? Wollt ihr mehr von Mario Kart sehen? Wollt ihr Mario und Luigi sehen? Wollt ihr, weiß ich nicht, mehr Yokai Watch sehen? Wollt ihr, haut raus, was sind eure Wünsche? Mario 64 Hack, wollt ihr sowas sehen? Ich habe da was geplant, vielleicht nehme ich heute sogar die ersten Parts von einem Hack-Let's Play auf. Wir werden es sehen. Wir gucken mal. Macht's gut, haut rein und switch.